Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Düsseldorf. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Ja, das lange Osterwochenende liegt hinter uns. Ich hoffe, Sie haben es genutzt, um sich ein bisschen zu erholen, um Zeit mit Ihren Liebsten zu verbringen. Und Zeit ist auch ein gutes Stichwort. Wir wollen nämlich die kommenden 5 Minuten nutzen für eine grundsätzliche Bestandsaufnahme an den internationalen Aktienmärkten. Wie ist die charttechnische Ausgangslage für den Dow Jones in den USA? Aber auch, wie schlägt sich der DAX hier zulande? Starten wir, wie sich's gehört, aus Sicht der Bedeutung der Märkte mit den USA und beim Dow Jones. Ist mittlerweile auch so ein bisschen die Gretchenfrage. Ausweitung, deutliche Ausweitung der Korrektur oder mögliches Doppeltief mit dem gestrigen Handelstag. Und es gibt eine Marke, die springt einem förmlich ins Auge. Ich hoffe, der mitgebrachte Chart kann das transportieren. 23.300 Punkte im Dow Jones. An dieser knackigen Marke kann man die Beantwortung der Frage aus unserer Sicht festmachen. Technisch hat es dieses Level nämlich absolut in sich. Es ist zunächst einmal das Korrekturtief von Anfang Februar, aber auch das gestrige Tief. Die Amerikaner sind ja schon etwas früher in die Nachosterwoche gestartet und das durchaus holprig am gestrigen Handelstag. Aber die 23.300er Marke, die hat auch im Herbst vergangenen Jahres schon mal eine Rolle gespielt. Doch nicht nur horizontale Unterstützungen sind hier zu finden. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, also die meistbeachtete Klettungslinie, die es gibt. Und dann auch der Aufwärtstrend seit Anfang 2016, der in diesem Dunstkreis verläuft. Das ist aber immer noch nicht alles. Wenn man ein bisschen tiefer in die technische Analyse einsteigt, dann liegt auf diesem Niveau auch ein Fibonacci-Retracement. In der Summe entsteht hier wirklich eine Kumulationszone für das Lehrbuch. Nicht eine Unterstützung ist hier zu finden, sondern gleich deren 5. Und deswegen kann die Bedeutung dieser Marke auch aus technischer Sicht eigentlich gar nicht überschätzt werden. Und man kann es auf den ganz einfachen Nenner bringen. Technisch muss es hier halten, ansonsten droht dem Dow Jones die deutliche Ausweitung der jüngsten Korrekturbewegung. Also 23.300 Punkte, das ist gegenwärtig die Marke für jeden technisch orientierten Trader, die es zu beachten gilt. Liebe Zuschauer, wagen wir den Schwenk diesseits des Atlantiks und man muss beim DAX ganz frank und frei konstatieren, dass hier im Rahmen der Korrektur, die uns seit Ende Januar begleitet, eben deutlich mehr an charttechnischem Porzellan zerschlagen wurde. Zuallererst lässt sich das festmachen, dass der Aufwärtstrend, den man beim Dow Jones noch ins Feld führen konnte. Sie erinnern sich, der Aufwärtstrend seit Anfang 2016, der ist beim DAX schon Geschichte, läuft bei gut 12.100 Punkten derzeit und ist, wie gesagt, derzeit bereits verletzt. Wir haben im DAX, und das zeigt der mitgebrachte Chart auch sehr schön, aber auch bei den Klettungslinien deutliche Warnsignale bekommen. Wir haben nämlich negative Schnittmuster zwischen 38 bzw. 50 Tage Linie bekommen und dem längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt 50 und 200-Tages-Linie. Das Schnittmuster von oben nach unten ist in der Literatur sogar als Todeskreuz bekannt. Also eine wirklich negative Weichenstellung, wo man sagen muss, beim DAX ist das Bild deutlich technisch fragiler im Vergleich zu den USA. Deswegen auch hier ganz entscheidend, die horizontalen Unterstützungen bei 11.800 Punkten zu verteidigen. Es gibt so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ja, das ist, wenn man die mitgebrachten Indikatoren betrachtet. Ich habe zwei absolute Standard-Indikatoren mitgebracht, den RSI und den MACD. Die weisen im Tagesbereich zuletzt positive Divergenzen aus. Das heißt, die jüngsten Verlaufstiefs sind nicht mehr bestätigt worden durch entsprechende Indikatoren-Pendants. Aber
Um dieser Hoffnung wirklich Nachdruck zu verleihen, bedarf es einen Sprung über das Wochenhoch der Vor-Osterwoche, 12.151 Punkten. Das hätte wiederum den Charme, dass dann auch die Rückkehr in den eingangs angesprochenen Aufwärtstrend seit Februar 2016 vollzogen werden. Also beim DAX im Prinzip die Leitplanken 11.800 Punkte auf der Unterseite und 12.150 Punkte auf der Oberseite. Liebe Zuschauer, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Fast, bin ich geneigt zu sagen, denn ich darf Sie nochmal auf die Invest in Stuttgart am übernächsten Wochenende hinweisen, die HSBC. Wir sind dort als Emittent mit einem sehr großen, prominenten Messestand vertreten. Wenn Sie in Stuttgart sein sollten, kommen Sie bei uns vorbei, informieren Sie sich, kommen Sie mit uns ins Gespräch, lernen Sie uns kennen. Wir freuen uns auf Sie. Und im Rahmen der Invest haben wir am Freitag, am ersten Messetag, auch ein ganz besonderes Highlight für Sie, ein ganz besonderes Bonbon, wenn Sie so wollen. Mr. Trendfolge trifft technische Analyse mit Michael Proffe zusammen. Meine Wenigkeit haben wir ein Seminar-Highlight am ersten Messetag, freitags beginnend um 9:30 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss aus Düsseldorf.